Hallo liebe Leute, ich bin der Swobo und in diesem Video geht es um die Falk Pro, die neue 3-in-1 Multifunktionstasche aus dem Hause Falkenthal. Wieso neu, wird die eine oder der andere jetzt sagen. Multifunktionstaschen von Falkenthal gibt es doch schon länger. Was an der Falk Pro jetzt neu ist, dazu mehr nach dem Intro. Mit der Falk Pro hat das junge Startup aus Duisburg die Idee einer Multifunktionstasche konsequent weiterentwickelt und die schauen wir uns jetzt mal genau an. 3-in-1 Multifunktionstasche, was bedeutet das jetzt? Wir können sie erstens nutzen als Fahrradtasche am Gepäckträger, zweitens als vollwertigen Rucksack und drittens auch als Umhängetasche. Durch den Rolltop-Verschluss, der übrigens aus Metall ist, ist die Größe jeweils dem Bedarf anpassbar. Stark zugerollt haben wir ein Volumen von 18 Litern, leicht zugerollt von 23 Litern. Die Tasche ist, wenn sie offen ist, 62 cm hoch, 28 cm breit und 17 cm tief. Sie ist zu 100% wasserdicht und besteht aus klimaneutralem TPU. TPU, also thermoplastisches Polyurethan, ist ein vollsynthetischer Kunststoff, der zu 100% recycelbar ist. Sowohl das Äußere der Tasche sowie das Innere besteht daraus. Die Tasche gibt es in den Farben Rot, Blau, Schwarz und voll reflektierend auch in Grau. Schauen wir uns die Falk Pro als Fahrradtasche an. Die Haken der Gepäckträgerbefestigung sind individuell leicht anpassbar. Es gibt herausnehmbare Einsätze an den Befestigungshaken, so kann die Tasche individuell an die Dicke der Gepäckträgerstange angepasst werden. Damit die Tasche am Gepäckträger nicht wackelt, kann sie unten mit einem ebenfalls individuell leicht anpassbaren Clip am Rad fixiert werden. Um die Tasche als Rucksack zu nutzen, wird der gesamte Rücken einfach eingerollt und im vorgesehenen Fach am Boden der Tasche verstaut. Die Bodentasche wird dann mittels zwei Magneten gesichert. So erhält man einen vollwertigen Rucksack mit gepolsterten Schulterriemen, gepolstertem Rücken und einem Geheimfach, um zum Beispiel das Handy diebstahlsicher unterzubringen. Wenn es mal schnell gehen muss, kann man auch einfach den mitgelieferten Umhängegurt an der Tasche befestigen. Für die Sicherheit im Dunkeln befinden sich an den Seiten jeweils große Reflektoren. Das Logo an der Vorderseite ist ebenfalls reflektierend. An beiden Seiten gibt es jeweils eine Seitentasche mit Netz- und Befestigungsgurt. Dort lässt sich eine Flasche oder auch eine Regenjacke unterbringen, die dann bei Bedarf schnell griffbereit ist. Auf der Vorderseite gibt es noch eine Reißverschlusstasche. Im Inneren der Tasche finden wir ein gepolstertes Laptopfach für Laptops bis 17 Zoll und eine Netztasche für Kleinigkeiten. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, bin ich ein großer Fan von Rucksäcken, dann habe ich nämlich die Hände frei. Wenn ich allerdings längere Stücke auf dem Rad fahre, zum Beispiel die 45 Minuten zur Arbeit, dann bevorzuge ich doch die Fahrradtasche. Weihnachten steht vor der Tür und ich finde, das ist doch mal ein Geschenk für Radfahrer, mit dem man auch was anfangen kann. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Firma Falkenthal und mit dem Rabattcode SWOBO10 bekommt ihr 10% Preisnachlass auf alle Produkte dort. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bleibt gesund, bis demnächst, euer Swobo.